Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und ihr seht schon im Bild hier bei mir im Thumbnail auch. Dort habe ich ihn ja auch abgebildet. Ja, es wird Sommer, Leute, es wird Sommer. Und zwar ganz, ganz kräftig. Was ich sehr, sehr cool finde, muss ich wirklich mal so sagen. Einen neuen Skin oder überhaupt eine neue Serie ist das ja. Über den Sommer, also ja, ich finde diese Kappe einfach so cool, ne? Ich finde diese Badehaube einfach so nett. Und ja, also wie gesagt, Supercell läutet jetzt den Sommer ein hier, und eigentlich warte ich nur drauf, dass hier auch die Saison bei den Stadtspielen vorbeigeht oder Clan-Stadtspielen vorbeigeht oder beim Überfall oder vom Überfallwochenende, aber das kommt irgendwie nicht. Scheinbar ist das ein bisschen buggy, denn ich habe auch wieder alle Überfälle Angriffe gemacht, also sechs Stück, aber es geht ja erstmal hier um den Warden, und ich habe auch ein kleines Video für euch vorbereitet bekommen, so muss ich es mal sagen, und eigentlich ziehe ich mir da nur eins raus, und zwar ist das hier. Ja, wenn man auswählt, ne? Jawohl, er hat Muckis und coole Pose. Nicht vom Beckenrand schwimmen, springen. Tönt durch sein Megafon. Ich finde ihn wirklich, wirklich cool, muss ich sagen, mit dem Rettungsring. Und hier auch nochmal animiert ist im Moment der Bodenwarden. Und wir sehen aber auch gleich den Luftwarden, wenn der auf den Rettungsring springt. Ich muss wirklich gestehen, ich muss das Ganze ein bisschen belächeln. Das hat aber auch eigentlich einen Real-Life-Hintergrund. Denn so ein Beckenrand-Sheriff, ne? Den gibt es hier ja auch in der Familie. Also einer meiner beiden Jungs wird Fachangestellter für Bäderbetriebe, so heißt das heutzutage. Und arbeitet dementsprechend hier bei uns im örtlichen Hallen- und Freibad. Ist immer verschieden, und aber ich blende euch nochmal den laufenden Warden ein, denn den finde ich auch sehr, sehr schick. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Es gab immer einen mit Schatten und einen ohne Schatten. Ich nehme den mal mit Schatten hier und blende euch den mal ein. Eben schauen einmal. Ah, so, da ist er. Und ja, na, da stürmt er übers Feld und ruft seine Meute zusammen. Also, ich weiß gar nicht, ob das... Doch, das ist eine Badehaube da oben, ne? Ich glaube, das ist eine Badehaube. Die hat halt nur die gleiche Farbe wie sein Bart. Oder es sind halt seine Haare. Könnten auch seine Haare sein, die so locker zurückgegelt hier auf der Mähne sitzen. Kann man im Moment ganz schlecht erkennen, aber werde ich noch, denke ich mal, feststellen, wenn wir dann sehen. Und ja, ich habe noch keine Infos, was im neuen Pass kommt. Es wurde schon ein bisschen nachgefragt, was da kommt im neuen Pass. Aber ich denke mal, in den News werdet ihr in jedem Fall hier dann sehen. Ich nehme jetzt ein bisschen eher auf. Hier sind noch die Belohnungen aus den Clanspielen. Vergesst bitte nicht, die abzuholen. Ich meine, ich habe hier mit dem Fry nicht an den Clanspielen teilgenommen, aber ich habe mit dem Fry eigentlich beim Überfallwochenende teilgenommen, und ich kann mir aber nur vorstellen, dass es ein Bug ist, denn ich habe meine Überfallmedaillen schon bekommen. Ich weiß nur nicht, wie viel, weil wenn ich jetzt, es ist jetzt 9.41 Uhr, hier unten draufklicke, dann sagt er immer, dein Clan hat am letzten Überfallwochenende nicht teilgenommen, was natürlich totaler Schwachsinn ist, denn ich habe teilgenommen. Ich habe auch mit allen sechs Angriffe machen können, und wir haben auch mehr angegriffen, als wir Verluste haben. Können aber mal rüberspringen, glaube ich, zum Clan Herausforderer. Im Moment nur kurz als Status hier im Clan Free-to-Play. Tut sich nicht viel. Ach ne, wir sind ja bei den Herausforderern. Entschuldigt bitte. Wir sind ja bei den Herausforderern. Und ja, hier spielen wir immer fleißig unsere CKs. Komme ich aber die Tage nochmal drauf zu sprechen. Da ist auch, ja, ich meine, nach der Warum-Folge geht sie eigentlich immer mit Warum weiter. Aber ist natürlich auch langweilig für euch. Ihr wollt ja ein bisschen Clash of Clans sehen. Deswegen gehe ich jetzt mal in den Clan Free-to-Play. Mal sehen, ob das da jetzt ein bisschen was anderes ist. Ich gucke mal hier auf den Toto drauf. Und ob da vielleicht schon die Animation kommt, dass ich jetzt Überfallmedaillen bekommen habe. Ja, guck mal, hier geht das. 710. Es wird ja sowieso jetzt immer mehr. Und aber hier funktioniert das, und eigentlich hat, ich habe doch mit dem Fry teilgenommen. Ich habe mit dem Fry teilgenommen. Ich habe eigentlich mit allen angegriffen, auch mit dem Fry.
Der macht zwar sonst nichts anderes, aber am Überfallwochenende nimmt er eigentlich teil. Ich springe gleich nochmal auf einen anderen Account, aber ihr seht das hier, 187 Angriffe, 17 Überfälle abgeschlossen und 68 Bezirke zerstört. Das ist wirklich, wirklich cool, finde ich jetzt. Und ich muss mal gerade gucken, 18 Stück. Wir gehen hier unten mal kurz rein. Ich weiß, ihr wollt das gar nicht sehen. Im Moment zeigt ja jeder Clan statt, weiß ich selber. Weiß ich selber. Und jetzt gucke ich aber mal Überfall. Ah ne, hier kann man es gar nicht mehr sehen. Das ist die Statistik derer, die hier alle mitgemacht haben. Also gute Teilnahme. Hier muss ich sagen, 32 Leute. Ich glaube, mehr sind wir auch gar nicht. Ich glaube, so ziemlich jeder hat hier teilgenommen. Und haben, naja, man sieht jetzt nur die Verteidigung nicht mehr. Schade, da oben haben wir noch keinen Bezirk mehr zerstört, aber einen Angriff. Naja, aber trotzdem, die Medaillen sind da. Die Clanstadt wird weiter ausgebaut. Ich habe noch kein einziges Stadtgold jetzt ausgegeben. Da muss ich die Tage mal noch schauen. Aber mich wundert schon so ein bisschen, dass der Frei überhaupt keine Medaille bekommen hat. Ja, hier beim Clan Free-to-Play, da ist es im Moment ein bisschen in Stocken geraten. Denn hier sind ganz, ganz viele rot. Und deswegen sind hier so ein, zwei auch rausgegangen. Die haben gesagt, ja, wenn dann wieder mehr Grüne hier sind, dann komme ich wieder. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ich meine, wir haben nach wie vor hier eigentlich eine gute Serie. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie Beef oder so, dass wir hier nur noch verlieren oder sowas. Sondern es liegt einfach an der Beteiligung. Und deswegen ja, machen wir wenigstens mal ein bisschen Clash of Clans hier mit dem Toto himself. Ich habe jetzt natürlich überhaupt keine Truppen dabei. Ich hätte mir jetzt auch mal selber was spenden können, ne? Ich hätte mir ja mal selber was spenden können, wenn ich nicht so unheimlich geizig wäre und da einfach eigentlich drauf hoffe, dass Supercell noch so irgendwie so ein bisschen mehr, die sieht gut aus, die Base hier, dass Supercell so ein bisschen mehr noch uns zur Verfügung stellt, was man mit dem Überfallmedaillen denn so kaufen kann. Das würde ich mir eigentlich wünschen, denn das wäre sehr, sehr cool, wenn man da noch ein bisschen mehr rausziehen könnte. Oh, hier können wir das dunkle Lager natürlich nicht da lassen. Da ist natürlich da am Bombenturm auch ein bisschen verloren gerade, aber ich bin ja auch eigentlich ein Dussel. 1, 2, 3. Die können wir wegmachen hier. Da brauchen wir es jetzt nicht mehr wegmachen. Dafür habe ich die nämlich mitgenommen hier, um die bösen Geister hier auszuschalten. So, das Ding da noch, wo ist denn noch ein Minenwerfer? Da ist ein Bombenturm. Ah, da wollen wir eigentlich gleich auch rübergehen über den Bombenturm. Aber eben mal noch so ein bisschen was hier abholen. Hier sind ja wenigstens noch so ein paar Lager. Und hier unten ist auch noch ein Lager. Da nehmen wir mal zwei mit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, die Totis sind wieder am Start. Sehr cool. Die Totis, da ist auch der Minenwerfer, okay. Die Totis sind wieder am Start. Und ich benutze hier ganz gerne. Jetzt habe ich natürlich keinerlei Zauber mehr. Aber noch ein King. Zwei Magier, eine Queen, einen Warden und 8 Mauerbrecher. Komm, 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 Mädels. Jawohl, da geht er ab. Und dann machen wir hier mal Full House. Volle Pulle rein, die Jungs. Und einmal komplett hier die Special Ability gezogen. Mal sehen, wo die hingehen. Oh, die gehen schon zum Dunklen. Guckt euch die Kleinen an hier. Ah, der Flächenschaden da ist schon ein bisschen heftig. Rathaus kriegen wir aber auch noch. Clanbuch kriegen wir auch noch. Queen kann ich noch zünden. Alter. Ja, ich farme da immer noch gerne mit, ne? Ich farme da immer noch ganz gerne mit. Und vor allen Dingen für einen so einen Stern hier. Ah, schade, einen Adler kriegen wir jetzt nicht mehr für die Tat. Das macht aber nichts. Und ich glaube, der Loot war, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Eine Armee habe ich immer so und dann habe ich eigentlich immer noch eine andere, so ein bisschen so zum CK üben. Ich könnte mich aber auch wieder mal selber grün stellen hier, denn der Account ist ja eigentlich, levelt ja im Moment gar keine Helden hier. Also könnte man eigentlich mal wieder mitgehen. 2 Sterne geholt. Und ja, der Loot war in Ordnung. Können wir nachbauen. Und machen wir hier auch an der Stelle. Oh, ich habe hier eine. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier eine Umweltkiste vergessen. Nee, eine Juwelenkiste. Manchmal sieht man sie nicht, weil sie irgendwie so mitten in der Base erscheint. Habe ich ja eigentlich ein Loch in der Base? Nee, habe ich nicht. Ne? Habe ich nicht.
perfekt. Sieht aber gut aus, 4 von 5. Müssen wir mal gucken, was ich eigentlich mit ihnen hier machen kann. Eigentlich mache ich mal ganz gerne die Helden. Ja, dann bleibt er aber doch auf Rot hier, ne? Ja, dann bleibt er doch auf Rot. 7 Tage nehmen wir mal mit. Wir hätten jetzt noch ein Heldenbuch, aber die anderen Helden müssen auch noch ein bisschen 2 Level, die Queen. Und dann nochmal 10 Level der King. Also macht eure Helden, bleibt auf Rot. Ja, bin ich leider noch weiterhin auf Rot. Aber nicht so schlimm, wir sind erstmal in der Liga. Die neue Liga hat ja auch begonnen. Und also es gibt nicht nur den neuen Warden-Skin zu erspielen, sondern auch eine neue Liga zu erspielen. Und dementsprechend bin ich jetzt schon mal mit dem ersten in einer neuen Liga. Ja, hier hätte ich natürlich auch schon mal was spenden können, klar. Also ärgerlich. Aber ich springe noch mal rüber zum Clan Herausforderer. Wir gehen mal auf den Avatar und gucken mal da, ob da jetzt die Animation kommt. Aber ich habe doch mit dem Fry teilgenommen. Aber hier geht es komisch, ne? 574 nur. Okay, das ist nicht... Ja, ich meine, es sind hier, glaube ich, mehr Angriffe, aber weniger Bezirke und auch viel weniger Überfälle. Aber es kommt mir jetzt auch nicht so wirklich drauf an. Wir haben einige, man sieht das in der Währung immer noch nicht, glaube ich, wie viel Überfallmedaillen man eigentlich hat. Da unten kann man ja immer sehen, Elixier und wieso kann man eigentlich nur Elixier und Dunkles sehen hier unten? Warum kein Gold? Warum sehe ich hier kein Gold? Das ist jetzt wieder so eine, das ist wieder so eine Frage, ne? Und Juwelen sich, aber kein Gold. Okay, weil natürlich alles hier, obwohl, ja gut, hier kostet alles, das ist der Grund, hier kostet alles Elixier oder dunkles Elixier. Wenn ich, glaube ich, jetzt auf die Belagerungsmaschinen, da taucht das Gold auf. Okay, jetzt war ich schon wieder total verwirrt. Jetzt war ich schon wieder total verwirrt, denn die kosten ja Gold. Und der Herr Homebutton möchte ein paar Hawk Rider haben. Habe ich die nicht auch? Ah, die hätte ich. Die hätte ich. Ja, mache ich eben mal nach. 8, 9 braucht er immer. Weil ich muss das immer dann so machen. 1, 2, 3. So machen wir das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. Und dann bauen die 9 nämlich nach. Die kommen hier nach. Und hier kommen 2 Fries hinterher. Perfekt. So läuft es. Aber hier hatte ich jetzt was verspendet, ne? Ich glaube, es ist das. Okay, hier sind wir auf jeden Fall auch voll. Und ja, wie gesagt, ihr werdet das nachher in den News sehen. Beziehungsweise jetzt wahrscheinlich in den News schon sehen. Denn das Video kommt ja jetzt erst oder kam jetzt erst um 14 Uhr. Wir sind da mal ein bisschen angehalten, dass wir nicht vor Supercell hier leaken oder lurken oder sneaken. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe die Tage auf Twitter schon eigentlich... Oh ne, halt. Nicht schon wieder. Nicht wieder wie gestern Abend. Was ihr davon haltet, von dieser Sommerserie, denn einige auf Twitter vor allen Dingen möchten jetzt natürlich so ein bisschen, ich will nicht sagen Fleisch sehen, aber es hörte sich so ein bisschen an. Na klar, will man auch die Badenixen sehen, ne? Natürlich möchte man auch die Badenixen sehen, also wie Supercell das umsetzt. Ich denke mal immer noch kinderfreundlich. So kinderfreundlich wie diese Base hier. Adler brauchen wir gar nicht kaputt machen. Der ist nämlich schon kaputt. Perfekte Base hier für uns. Ich meine, ist natürlich jetzt nicht wirklich eine coole Base, wo man so cool drauf rumüben kann, aber egal. Egal, ist nicht so schlimm und ist jetzt sicherlich an der Stelle. Ah, ich kann aber wieder so ein bisschen mit Mauerbrecher hier üben. 2 Stück habe ich jetzt mal genommen für die weiße Mauer. Müsste das reicht noch nicht, okay. Mal doch 3 nehmen. Aber da geht die auch gar nicht hin. Okay, da geht die gar nicht hin. Geht nämlich noch erstmal zur anderen Queen. Okay. Da brauchen wir jetzt aber auch keinen davon haben. Tja, das ist eine gute Frage. Wie machen wir das jetzt am besten? Der hat gerade geschossen, okay. 3 Stück brauchen wir da, die kommen aber auch nicht durch. Okay, oh, muss ja irgendwann mal mit meinem anderen Part anfangen. So, hier nehmen wir nochmal den kleinen aber fein mit rein. Und dann setzen wir hier hinten mal das Teil, den King ziehen wir mal hier mit rein. Und dann gucken wir mal gleich, wo wir
mit unseren, ja, mit unserem anderen Part hier weitermachen. Das sieht gut aus und dann ziehen wir hier mal die hier rein, die Hox hier mit rein, ihn hier rein. Oh, mal gucken, wo wir mit dem Royal Champion bleiben. Ich meine, es ballert ja jetzt nicht so unheimlich viel hier auf meine Hox. Nicht viel ist gut. Ich würde ja fast sagen, gar nichts, wa? Okay, jetzt hier ein bisschen Rathaus, alles klar. Ein bisschen Rathaus, okay. Wir nehmen trotzdem alle Zauber, sicher ist sicher. Safe hier. Und dann nehmen wir das Rathaus nochmal in Frost. Den Gift brauchten wir nicht. Können wir hier den Inferno-Turm auch wegmachen. Ja, leichte Beute, Leute. Aber egal, er war jung und brauchte den Loot. Sehr schön, habe ich hier jetzt mit dem Avatar auch eine Liga. Habt es jetzt zwar ein bisschen üben können, aber ihr wisst selber, manchmal ist das so. Findest halt so eine Base, freust du dich wie Otto hier. Und ich freue mich natürlich umso mehr, denn das war jetzt billig. Eigentlich war es billig gefarmt. Der kommt jetzt nach. Als nächstes brauche ich aber den. So ist es jetzt richtig. Perfekt. Und damit habe ich hier auch eine Liga. Wo sind wir hier platziert? Champ 2 ist schon ein bisschen hoch für mich. Also Champ 1 reicht mir eigentlich. Champ 3 reicht mir eigentlich immer vollkommen. Es muss nicht 2 oder 1 sein. Also passt so. Ich hoffe, die ganze Folge hat euch gefallen. Also schön auf Montag. Ich hoffe, ihr seid cool in die Woche reingekommen. Ich war jetzt am Wochenende ein bisschen ultra faul, habe nichts mehr abgedreht. Aber ich meine, Leute, ich habe auch Urlaub. Und da will man auch mal ein bisschen Urlaub haben. Ich habe viel Clash Masters geguckt beim Noobs. Schöne Angriffe gesehen und sehr, sehr coole Taktiken. Es beeindruckt mich immer wieder, wie die Leute dort cool ihre Sachen setzen, teilweise natürlich ohne Heiler, Plane rein, also mit Zui Queen und Zui King und so weiter, echt cool. Aber könnt ihr, glaube ich, auf seinem Kanal auf Twitch oder auf YouTube nochmal schauen, müssen eigentlich jetzt da sein, die Wiederholung. Und aber ich habe relativ viel live geguckt. Vielen lieben Dank auch für denjenigen, der mir ein Abo da gespendet hat. Fand ich natürlich ein oder Ehrenmann, echter Ehrenmann. Und deswegen bleibe ich da auch ein bisschen am Kanal mit dran und gucke ja immer ganz gerne Clash of Clans. Ich hoffe, ihr guckt auch gerne Clash of Clans. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, wenn ihr diese Folge hier ganz nett fandet. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und ich würde sagen, ich verbleibe damit. Euer Toto. Clashed.